Jetzt zeige ich euch noch ein paar Knoten, die man verwenden kann, um zwei Seilenden zu verbinden. Der einfachste ist einfach ein Einfachknoten mit dem Seilstück. Und das zweite Seilstück macht auch einen Einfachknoten. Hat man zwei Seile verbunden. Möchte man das absichern, weil das und das Wertvolle dran ist, kann man jeweils links und rechts noch einen Einfachknoten davor setzen, weil die theoretisch einzige Gefahr ja wäre, dass der, dass das Schnurende sich dort durchzieht. Aber dann wird es halt schon eine klobige Geschichte und er hält auch so bombig. Man kann damit auch übrigens ein bisschen was spannen. Man zieht es auseinander, man zieht es enger. Das ist ein praktischer Knoten. Die Bergsteiger, wenn zwei Seile verbinden, und da hängt ja mehr dran als wie ein Schlüsselbund, nämlich das Leben, nehmen oder beginnen auch mit diesem Einfachknoten und folgen diesem Einfachknoten noch einmal da hinten und fahren unten durch. So, dann entsteht schon ein bombigerer Knoten. Das ist irgendein halber Stich. Wer die Namen kennt, bitte drunter schreiben. Ich kenne zum Glück die Knoten, habe aber beim Lernen damals nie daran gedacht, dass ich es mal jemandem zeigen werde. Ja, also zwei solche Knoten, links und rechts, die halten natürlich noch wesentlich besser. Wenn man einen davon geöffnet hat, braucht man den übrigens nur durchziehen. Dadurch ist der zweite Knoten lose und lässt sie ganz einfach wieder öffnen. Eine nächste Verbindung mache ich jetzt mit Knoten, die man auch beim Fischen verwendet, wo man einen Angelhaken damit festmachen könnte. Wenn ich ein Seil so verbinde, nehme ich immer, also gleich dicke Seile, gleiche Knoten. Zum Zeigen mache ich jetzt einen mit einer Schlinge und den anderen, wie man einen Angelhaken befestigt. Und zwar, man geht durch die Schlaufe durch, oder beim Angelhaken durchs Loch vom Angelhaken, wickelt hier einige Male herum, geht dann durch die Öffnung am Schnurende durch und fährt hier drunter nochmal durch. Dann entsteht so eine, ja, so eine Art Schlinge, die man da festziehen kann. Natürlich bitte beim Üben mehr Überlänge nehmen, ist mir gerade so passiert. Ja? So. Den kann man verstärken, wenn man hier mit einem Einfachknoten beginnt, einen Einfachknoten drüber legt, den so offen lässt, dass man da dann mit der Schnur nochmal durch kann, dann hier seine 4-5 mal drüber fährt, und dann mit dem Schnurende nochmal durch den anfänglichen Einfachknoten durchfährt und das festzieht ist das Deutsche. So. Nächste Möglichkeit, so wieder raus. Nächste Möglichkeit ist diese Galgenschlinge, die man vorher schon gehabt hat, die man übrigens für Angelhaken verwenden kann. Große Schlaufe, kleine Schlaufe, drei Schnüre. Diese 4-5 Mal umwickeln. Dann durch das andere Schnurende durchgehen.
Einer von den beiden Schlingenenden lässt sich dann hier festziehen. Muss man nur bei beiden probieren, merkt man sofort. So, und dann kann man das zuziehen und hat somit auch, wenn man es links und rechts gleich macht, die Schnüre bombenfest verbunden. Den Knoten wieder aufgemacht, durch die Schlinge durchzogen und der lässt sich wieder, oder nicht? Ja doch, ziemlich so auflösen. Ja, verbinden von Seilen. Ich habe jetzt ein Seil genommen, jetzt kann ich das andere nicht sagen, aber wenn man jetzt wirklich zwei Seile verwendet, hat man natürlich auch immer noch die Möglichkeit, die zwei Schlingen so zueinander zu ziehen.